was no good to me dead. Hallihallo, Freunde der rasanten Flieger-Action. Hier ist wieder euer Tommy und wir spielen mal wieder ein bisschen Starfighter Assault, also Sternenjäger-Angriff hier in Star Wars Battlefront 2. Wir spielen Fondor, also die allererste bekannte Map, die man so in dem Spielmodus spielen konnte. Denn es war tatsächlich diejenige, welche man auf der Gamescom, also vor dem Spielrelease, als auch in der Beta spielen konnte. Fondor, richtig cool. Habe ich mal wieder Bock drauf. Capi habe ich schon ewig nicht mehr gespielt, glaube ich. Ist zwar jetzt nicht meine absolute Lieblingsflieger-Map und ich glaube, wir wechseln einfach immer mal durch hier. Jäger, Abfang, Jäger, Bomber, immer wieder so. Aber ich fand es schon immer ganz cool. Hat mir gefallen und ich muss auch immer wieder sagen, wenn ich diese geilen Flieger-Modi hier spiele, das ist halt einfach von der Optik her bombastisch. Ist halt einfach richtig, richtig bombastisch und es sieht halt einfach cool aus. Gibt auch ein ganz eigenes Feeling irgendwo. Nur leider ist es so, die anderen sind einfach gut. Die anderen sind einfach gut in dem Modus. Warum? Warum bin ich nicht gut? Nee, Spaß, aber warum kriege ich das hier nicht besser gebacken? Warum bin ich bis jetzt zweimal gestorben? Gut, ich habe auch versucht, hier die Kreuzer zu zerstören. Aber es wäre mir doch schon lieber, wenn ich auch mal hier so einen normalen Truppler abschieße. Ich will jetzt hier nicht komplett untergehen, liebe Leute. Das wäre jetzt nicht so meins, worauf ich hier Bock hätte. Juhu! Einmal dran vorbei. Vielleicht kriegen wir auch sogar den einen oder anderen Helden. Da habe ich eigentlich nie so große Probleme gehabt, was jetzt hier den Fliegermodi angeht und dann, dass ich da irgendwo Helden bekomme. Bam, jetzt nehmen wir aber auch mal hier ganz normale Leute mit. Der da jagt sowieso gerade unsere Bomber. Der da auch. Wir können hier natürlich auch voll Objective spielen, aber so ein bisschen mal zwischendrin immer mal wieder so ein bisschen, ne? Zur Befriedigung der Motivation. So ein bisschen hier auf normale Kills gehen. Kann man doch auch mal, ne? Jetzt können wir auch wieder hier auf das Ding schießen. Ist ja auch ganz gut. So, können wir noch nicht drauf schießen? Jetzt. Okay. Feuer frei. Bomben los. Schon ein cooler Bomber, der Y-Wing. Aber da gibt es irgendwie nochmal coolere, ne? Diese Imperialen können diese richtigen Bombenteppiche losschießen. Das finde ich auch geil. Aber dafür haben wir hier diesen Ionen, das Ionengeschütz, was ich auch sehr, sehr, sehr mächtig finde. Oh, wir werden gut zerschossen gerade. Ich hoffe, ich kann nochmal mich retten. Ich habe gerade mein Astromech reingehauen. Aber ich glaube fast, wir werden gleich zu Tode gejagt. Rakete! Torpedos! Yes! Und wir fliegen mal hier so unter dem Radar. Wortwörtlich, denn wir waren wirklich unter dem Radar. Super cool. Komm, den schnappen wir auch. Möge die Macht mit dir sein. Ist das jetzt eine Ansage, weil Luke Skywalker erschienen ist? Oder sagt er das einfach mal so random? So als Motivationsspruch. Komm, den müssen wir doch erwischen. Haben wir schon Anakin Skywalker? Wir haben echt schon... Anakin, sag ich schon. Das wäre ja noch was, ne? Das wäre ja noch was. So, wir nehmen natürlich nicht den Helden, weil ich will jetzt irgendwie nicht den... Ich hatte beim letzten Mal, hatte ich glaube ich schon bei der Fliegermodi den guten alten Falken. Den will ich irgendwie gerade nicht. Ich will schon so einen Luke Skywalker oder so. Aber wo ich mich gerade so schön versprochen habe, Anakin Skywalker als Fliegerhelde, das wäre natürlich was. Hatte ich natürlich auch schon häufiger als Thema von wegen andere neue Fliegerhelden. Ich weiß, der Modus ist nicht so beliebt. Ich spiele ihn auch nur mal alle Jubeljahre. Aber er macht schon Spaß. Es ist auf jeden Fall dem Modus nicht wegzusprechen. Und ich weiß, es gibt ja auch viele Leute von euch, die Fliegen richtig cool finden. Von daher Anakin, Obi-Wan, Grievous, Dooku, keine Ahnung. Die ganzen Boys nochmal als Fliegerheld. Das wäre doch was, oder? Ich glaube, das ist hier einer von den Typen, die echt gut sind, ne? Das ist doch der eine. Ah, der dritte bei denen. Die haben schon drauf, die Leute. Nein! Verstärkung ist eingetroffen. Y-Flügelbomber. So, die Gegner haben irgendwie noch gar keinen Helden. Was mich ein bisschen verwundert. Oder ich habe noch keinen entdeckt. Vielleicht haben die auch so einen Darth Vader, der hier rumgurkt. Wir könnten jetzt theoretisch raus und Poe Dameron nehmen, aber wir warten erstmal ab. Ich habe eigentlich nicht den Eindruck, dass ich hier sowieso keinen Helden kriegen würde. Und tatsächlich sind mir die Helden jetzt hier in dem Modus auch gar nicht so wichtig. Der da will die ganze Zeit unser... Oh, wow, wow, unsere Korvette da kaputt schießen. Das wollen wir nicht. Aber jetzt gehen wir selber drauf. Jetzt gehen wir drauf. War das sogar er, der mich erwischt hat? Ich weiß es nicht. Okay, jetzt können wir Poe Dameron nehmen. Wenn wir jetzt schon gestorben sind, dann nehmen wir den guten Mann doch mal, ne? Das sieht doch cool aus. Gut, Luke und Poe am Start hier, der Boom und ich. Mal ganz kurz in der Cockpit-Sicht, Ansicht hier. Muss man ja auch mal ausnutzen, wenn man hier schon mal den guten Poe Dameron hat. Den Poe Dameron. Da haben wir doch einen Heldenflieger. Das ist doch irgendwas. Slave One. Oh mein Gott, ich werde schon jetzt erschossen. Nein. Ach, ich bin da reingeflogen. Ich, irgendwie hat er... Na, verdammter Mist. Irgendwie ist er da voll... Ich weiß auch nicht. Der hat sich irgendwie so ein bisschen komisch gesteuert, habe ich den Eindruck gehabt.
Kannst du das reparieren, Kumpel? Fliegt da voll in die Wand rein. BB-8? BB-8, hörst du mich? Das ist doch nur ein kleiner Kratzer, oder, BB-8? Ach Mist, ey. Mann, warum wurde ich denn da auch sofort so gejagt? Das gibt's doch gar nicht. War die Nervosität. Weg mit dem! Die Schilder am Dock sind immer noch aktiv. Zerstört Rakete raus! TK-925. Der Feind hat dich eliminiert. Boah, die halten aber auch was aus, du. Nein, ich hab doch den... Ja, wen wollte ich wohl angreifen, automatisches Zielsystem? Den Typen, den ich hier die ganze Zeit hinterher fliege, oder den Random, der mir da entgegengekommen ist? Jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn. So, und jetzt Rakete raus. Jawohl. Boosten und los geht's. Der verfolgt da einen von unseren Leuten. Den schnappen wir uns auch. Wow, hey. Nicht landen hier. So, mit den Abfangjägern jetzt darauf zu schießen, ist natürlich eigentlich verschwendete Mühe. Aber jetzt haben wir ihn halt. Ich nehme den Abfangjäger auch relativ ungern, muss ich sagen. Ich nehme da eigentlich lieber andere. Jetzt können wir nochmal einen Helden nehmen. Poe Dameron ist leider besetzt. Oh, jetzt können wir gar keinen Helden mehr nehmen. Gut, dann nehmen wir nochmal den Bomber. Vielleicht kriegen wir ja trotzdem nochmal einen Helden. Wäre natürlich cool. Aber mit dem Bomber jetzt erstmal ordentlich da in die Schneise wieder rein. Und dann... Wo bin ich denn hier gespawnt, sag mal? Und dann auch ordentlich Schaden verursachen auf die Objectives. Aber ich glaube, mein Team ist allgemein relativ gut momentan. Lass dich von der Macht leiten! Lass dich von der Macht leiten! Alles klar, Commander Skywalker. Wir fliegen und schalten unseren Zielcomputer aus. Es liegt nur an mir, Kumpel? Nein, ich wollte auch nicht den jetzt anvisieren, aber egal. Jetzt haben wir ihn schon anvisiert. Jetzt ist es zu spät. Ey, was greift mich denn hier alles an? Die wollen mich verhindern, dass ich hier irgendwie attackieren kann. So, jetzt aber. Ordentlich Druck da. Und jetzt der riskante Move. Boah, das wäre ja super cool gewesen, wäre ich da jetzt irgendwie zwischen der Lücke da durchgekommen, aber das war anscheinend nicht möglich. Meister Yoda in den Kampf eintreten wird. Man sieht ihn da gar nicht im Cockpit. Das fand ich schon immer enttäuschend. Der ist einfach leer. Das ist der Autopilot. Meister Yoda tut nur so. Der sitzt zu Hause und liest da irgendwo im Jedi-Rat seine Jedi-Bücher und lässt den einfach auf Autopiloten mitfliegen oder steuert den so mit der Macht, den Knüppel. Den Steuerknüppel. Der alte Schummler. Schummel-Yoda. So, wir fliegen mal hier unten lang, weil das Ding so attackieren können wir, glaube ich, gerade eh nicht direkt. Jetzt aber, ne? Ja. Und Speed und weg hier. 3% haben es noch. Das Ding werden wir auf jeden Fall... Hör, wo ist es denn jetzt? Das Ding werden wir auf jeden Fall jetzt kaputt kriegen. Unter Beschuss bestehe. Wer verfolgt mich denn da? Der da! Das werden wir ja sehr... 10. Warum? Warum hat er sich denn jetzt so komisch gedreht? Das ist nicht meine Schuld. Seine Scheiße. Warum fliege ich denn so beschissen manchmal? Ey, aber der hat sich auch schon wieder so richtig komisch gedreht. So richtig komisch. Okay, ja, ist ja kein Problem. Wir kriegen ja nochmal einen dritten Helden, liebe Leute. Wir kriegen ja nochmal einen dritten Helden. Das verspreche ich euch jetzt hier. So wahr mein Name Tombinus ist, werden wir das hinbekommen. Nein, warum bin ich denn jetzt selber in so einer Ionen-Dings gewesen? Was war das denn? Hat der auch so einen Ionenschuss? Ich glaube, ne? So, jetzt muss man leider den Bomber wieder abgeben. Da habe ich mich so gefreut, den Bomber länger zu spielen. Ich mag den Bomber hier mit am meisten. Und dann das. Jetzt müssen wir diese blöden Halteklammern kaputt machen. Das kriegen wir doch wieder mit den normalen Fliegern gar nicht so gut hin wie mit dem Bomber. Der ist halt einfach viel besser geeignet für. So, aber da könnte mein Team auch mal ein bisschen mehr Objective spielen. Wir kriegen hier so langsam, habe ich den Eindruck, richtig dicke Probleme. Dass wir hier noch das rechtzeitig hinbekommen. 100 Tickets sind jetzt gar nicht mehr so viel, habe ich den Eindruck. Regenbogen, den schießen wir natürlich gerne mal ab. Ein Regenbogen hat hier nichts verloren im Weltall. Boah, boah, die Halteklammer ist schon kaputt. Ich glaube, wir haben alle, oder? Alles klar hinter dir. Jetzt haben wir alle. 100 Tickets noch, genau. Komm, der Torpedo geht auch noch raus. Der Torpedo geht auch noch raus. Yeah. Oh, die werden hier... Oh, die jagen mich hier aber auch echt hart. Da muss mehr gehen. Wir sehen das doch. Die Tickets gehen schneller runter als die Leben von dem. Ne, das stimmt eigentlich gar nicht. Das Leben von dem geht ordentlich schnell runter. Das ist eigentlich ganz gut.
Und da muss noch mehr drauf gehen. Das müssen wir auf 50% runterballern. Dann haben wir gute Chancen, das direkt beim nächsten Versuch auch nochmal runterzuschießen. Und jetzt nochmal mit doppelter Power und... Ah, das ist mal draufgegangen. Ah, aber wir haben gut Schaden verursacht. Wir haben gut Schaden verursacht und es ist, ich habe den Eindruck, ich kann meine Versprechen nicht mehr halten. Oh-oh. Oh-oh. Rote Staffel. Alter, sind da viele Gegner. Weg mit dem. Ja, der jagt irgendwen von unseren Leuten. Den helfen wir mal ganz schnell. Kann man da eigentlich durchfliegen? Oh ja, das... Das sah nicht gut aus. Geht? Fragezeichen? Hm. Hm, da bin ich mir jetzt aber ganz unsicher, was das jetzt war. Da bin ich mir jetzt ganz unsicher. Das sah erst so aus, als könnte man da locker durchfliegen und dann bin ich im Nachhinein noch explodiert. Äußerst merkwürdig. Das treffen wir noch nicht auf der Distanz. Ah, oh, der ist direkt hinter mir, der eine. Ah, Mist. Da haben sie uns wieder erwischt. Kylo Ren, der alte Schlawiner. Oh, jetzt können wir nochmal einen Helden nehmen. Ich hab's doch... Verdammter Mist! Ich hatte es doch versprochen! Nein! Helden! Ah! Nehmen wir wenigstens mal den Bomber. Das finde ich nicht gut. Das finde ich nicht gut, dass das nicht klappt. Jetzt wird es aber richtig knapp. 20% noch. Ich glaube, wir verlieren das. Oh mein Gott, die Zeit reicht nicht. Ich fliege weiter drauf zu, weiter aufs Ziel zu. Wir können gleich die Torpedo schießen. Nein! Das ist verloren. Das ist verloren, das Spiel. Das ist verloren. Jetzt werde ich hier auch noch zerschossen. Vielleicht jetzt nochmal die Chance, wenigstens mein Versprechen zu halten. Schnell, schnell. Teddy Lindra. Ich hätte sie nehmen können. Ich hätte es fast geschafft. Bomm. Na, mein Team, ja. Alles Versager hier. 26 Kills war der Beste. Ja. Naja, gut, komm. Aber wir haben echt gut Objective gespielt. Das war eigentlich gar nicht schlecht. Schade, dass wir es nicht geschafft haben. Knappe Kiste. Aber hey, war doch trotzdem ganz gut. Wir sind sogar erster Platz von den Punkten her, insgesamt. Nicht schlecht. Und ganz am Ende, die eine Millisekunde, da haben wir noch den Helden gehabt. Glaubt mir, vertraut mir. Na gut, das war es auf jeden Fall mit dieser Folge von Sternjägerangriff. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und dann sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao, ciao.